Typ braucht keine Drogen, um high zu sein. Seine allgemeine Abgefucktheit lässt ihn abheben. Und ich hab gedacht, Batman wäre der Gestörte. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bumblebee B2 spielt Stasis. Horror Sci-Fi Point-and-Click-Adventure. Und wir legen direkt weiter los. Wir haben Eleanor befreit und den ganzen Gewächskram in Grund und Boden gefeuert mit unserem selbst erschaffenen Flammenwerfer, der bestand aus einer Notfackel und Sauerstoff. Und jetzt sind wir hier kurz vor unserer Tochter. Die Story erreicht ihren Höhepunkt. Aber bevor wir einen Raum weitergehen, schauen wir ja erstmal, was wir hier machen können. Ah, ein Werkzeugkasten haben wir. Wir haben hier ein Ladegerät. Das drahtlose Ladegerät dient als tragbare Stromquelle für Ingenieure und Mechaniker eigentlich. Perfekt. Würde ich gerne nehmen. Arbeitsleuchte. Der Scheinwerfer leuchtet den Arbeitsbereich aus und verströmt willkommene Wärme. Na, das ist doch angenehm. Plastikbauplane. Wir sind ja also in einem Bereich, der scheinbar noch ausgebaut wird. Der Großteil des Raums ist mit einer widerstandsfähigen Plastikplane ausgelegt. Das finde ich immer gruselig. Kleiner Sidestep bei der ISS, International Space Station, dass da ja wirklich auch nur ein ganz kleiner Aluminiumbereich ist. Sieht aus, als ob dieser Bereich erweitert wurde. Seed wurde immer erweitert. Der Bereich macht mir Angst. Danke. Oh, Entschuldigung. Dass da wirklich auch zwischen dem Weltall und dem Menschen nur so eine Aluminiumfolie ist, die super einfach durchstoßen werden kann, aber das scheint zu funktionieren. Zumindest habe ich das so gehört. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber ich habe gehört, das ist nur so eine ganz dünne Folie, die, ja, die Besatzung von dem Weltraum trennt. Echt krass. Hochtemperaturflinte. Oh. Können wir die kombinieren? No, that's ridiculous. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Nein! Nein, macht er nicht. Er will sich diesmal nicht wieder erledigen. Er hat scheinbar Hoffnung. Okay. Ladegerät. Lass uns mal gucken, ob wir hier was aufladen können. No, that's ridiculous. Ich denke, das werden wir benutzen, um es irgendwann mal irgendwas aufzuladen. That's just crazy. Ja, ich meine, was soll man mit der Pistole da machen, ne? Aber er wird es uns jetzt sagen. Nee, hier ist erstmal nichts mehr zu machen. Wir haben hier noch eine Arbeitsleuchte. Der Bereich wird renoviert. Was sind das für Pots? Geschlossenes Energiezellengehäuse. Diese Lithium-Ionen-Treibstoffzelle fungiert als Hochleistungsenergiespeicher und als tragbares drahtloses Ladegerät. Das ist wahrscheinlich leer. Das müssen wir dann hier am Ladegerät vielleicht wieder aufpumpen. Ups. Hallo? Nein, nicht weglaufen. Warum läufst du weg? Okay. Ach so. Wollen wir hier mal gucken, ob wir den... Ich kann versuchen, das passend zu machen, aber das wird nur kaputt gehen. Sobald ich hier irgendwo hinklicke, geht er weg. Also kann ich hier nichts machen. Geschlossenes Energiezellengehäuse. Sobald ich hier irgendwo hinklicke, geht er weg. Und sobald ich die Maustaste auf das Inventar bewege... Also bringt es auch nichts. Hier scheint ein Schlüssel erforderlich zu sein. Schauen wir mal. Oder ich muss es von hier außen einfach mal anwenden. Nee. Haus mit der Pistolengriff auf. Nee. Dann gehen wir einfach mal weiter. Hier geht's raus. Herunterhängende Kabel. Baumende Kabel sehen aus wie Galgenschlingel. Schlingen. Interessant. Können wir die abmachen? Abschießen? Oder das Datentech daran wickeln? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen mit den Ladegeräten. Aber scheinbar noch nicht. Oh, Warnung. Halothan-Lebertoxizität ist erhöht. Oh oh. Nein, warum schießt du auf uns? Wir hätten uns wahrscheinlich bewegen können, ne? Der darf uns nicht sehen. Upsi. Ja, wir müssen es nochmal machen, aber das ist ja jetzt schnell erledigt. Wir nehmen uns noch den Werkzeugkasten. Wir können nochmal der Musik, der dramatischen Musik. Lauschen. Und dann gehen wir direkt mal weiter. Und rennen.
Was kann ich in dem Waschbecken machen? Wasser. Ich weiß nicht, ob der... Wir gehen mal ins Geburtslabor. Ich glaube, der Roboter kommt zurück und der würde uns sonst... Oh, erwischen. Keine Worte. Ich weiß nicht. Was siehst du? Was für ein Monster würde so etwas tun? Diese Frauen. Diese armen Frauen. Das ist Folter. Das ist... Wissenschaft. Aufgedunsener Fötus. Das Ding im Brutkasten ist eine Abart der Natur. Die arme Kreatur sollte nicht existieren und das bisschen Leben, das es zeigt, ist widerwillig und schmerzhaft. Maschinen, obwohl es nur eine Wand mit Messgeräten ist, stechen sie bedrohlich heraus und sehen aus wie der Nachwuchs einer Wabenkröte. Nährstoffschläuche. Ein Netzwerk aus Schläuchen und intravenösen Schnüren verbindet die Frauen mit den Nährstoffbecken wie eine Reihe Nabelschnuren. Hybrider Fötus. Der Fötus ist einem organischen, pulsierenden Sack Flüssigkeit eingeschlossen. Eine externe Plazenta. Diese künstliche Plazenta hat ein paar komische Merkmale. Bei näherem Hinsehen fällt auf, dass sie von kleinen, fransigen Öffnungen übersät ist. Fast, als ob sie von innen angefressen wurde. Okay. Der Horror dieses verstreckten Fötus-Sacks wird nur von dem Horror in seinem fleischigen Inneren übertroffen. Kranken, okay, hier sind schwangere Frauen. Im Stuhl sitzt eine Mitte 30, kahlgeschorener Kopf, verkrümmte Glieder, hochschwanger. Sie ist mit einer Maschine verbunden, die sie füttert und betäubt. Diese Frauen müssen Familien haben und ein ganzes Leben irgendwo. Du kannst jetzt nichts für sie tun. Bald sind die Sauerstoffreserven auf dem Schiff aufgebraucht. Sie müssen diese Schmerzen nicht viel länger ertragen. Selbst eine Sekunde an diesem Ort ist eine so schreckliche Folter, dass niemand verdient hat. Hallo, ich bin hier, um zu helfen. Ich werde dir helfen. Schließe einfach deine Augen. Just close your eyes. Hast du dir schon irgendwie gedacht, wie du hilfst und helfen willst? Sie versucht etwas zu sagen, aber ihre Wörter sind nicht mehr als gelallte Vokale. Ihr Hals ist trocken und sie ist offensichtlich sehr schwach. Just breathe in. Einfach ein- und ausatmen. Bald wirst du aufwachen. Du erinnerst dich daran, Skulpturen aus der Renaissance mit nach hinten gerollten Augen und wie im Rausch gekrümmten Körpern beim Abendmahl zu sehen. Der Gesichtsausdruck dieser ohnmächtigen Frau erinnert ein wenig daran. Stromzelle. Da ist nochmal eine. Lass mal gucken, ob wir die da rausnehmen können. Um auch dieses Leid zu beenden. Okay. Das ist schräg anstatt gerade. Aber er geht sofort weg, wenn ich irgendwas anklicke. Hochtemperaturflinte. Stromzelle. Ach, Verband haben wir genommen. Okay. Ich wüsste nicht, was das daran ausrichtet. Nee. Schwierig zu sagen, was wir hier machen müssen. Da ist ein tragbarer Defibrillator. Den nehmen wir uns erstmal auf. Ich dachte, das wäre ein PDA. Ein Defibrillator. Und der sieht voll aufgeladen aus. Na dann. Erlöse sie von dem Leid. Das wird nicht funktionieren? Das würde kaputt gehen? Dem Verband? Nein. Mit dem Verband und die? Nein. Lass uns mal ein bisschen hier rum experimentieren. Wir haben inzwischen so viele Sachen. Nee. Das wird nicht so funktionieren. Temperaturflinte? Nein, das wird so nicht gehen, sagt er. Pistolen? Das wäre ein bisschen krass gewesen. Verband? Nee, das wird nicht funktionieren. Tragbarer Defibrillator. Na dann, viel Spaß. Nee, er macht es nicht. Ich dachte, er wendet das vielleicht auf sich an. Aber er findet das uncool. Was ist denn mit der Flinte? Habe ich das schon probiert? Ja, habe ich. Funktioniert nicht. Verband?
Nee. Aufgedunsener Fötus, ich wüsste nicht. Nee, da müssen wir nichts machen. Ich kann mir vorstellen, dass der Defibrillator für den Roboter ist, um den lahmzulegen. Ich hätte aber auch gehofft, dass er hier für diese Stromzellen irgendwas machen kann. Ich weiß nicht, was er hier hat. Da, er geht sofort weg. Also, noch für mich nicht erkennbar, was wir zu tun haben. Wir versuchen nochmal den Defibrillator hier auf die Föten. Nee. Verbänder macht ja auch keinen Sinn. Das Darmdeck macht auch keinen Sinn, nee. Also, hier können wir erstmal nichts machen. Sieht mir so aus. Wir haben hier sonst, glaube ich, nichts übersehen. Irgendwo, wo was sich bewegt, was wir übersehen haben, was wir noch mitnehmen müssen. Nee, ach, das Computerterminal. Das habe ich übersehen. Was können wir denn damit machen? Können wir damit vielleicht die Frauen befreien? Das ist also Project Seed. Das ist das Geburtslabor. Update von Dr. Malan, Kane Corporation, alle Rechte vorbehalten, nur für den Vorstand von Kane bestimmt. Seed ist ein Versuch, den ultimativen Supersoldaten zu schaffen, in dem, einfach gesagt, ungenutzte und bisher unbrauchbare DNA-Stränge aktiviert werden. Im Laufe der Jahre hat das männliche Genom bestimmte Stränge seiner eigenen DNA-Sequenz aus verschiedenen evolutionären Gründen abgelegt oder deaktiviert. Professor Salem Gerund beobachtete, dass gewisse ruhende Teile dieser Gene weniger Abfall, sondern viel mehr Potenzial bargen. Also genetische Information komplett von einer dominanten Gengebunden, von einem dominanten Gen gebunden und subliminiert. Keine Ahnung. Professor Gerund entwickelte eine frühe Lebensform basierend auf der ursprünglichen Theorie, indem er diese identifizierten genetische Stränge in das frühe Stadium von Embryonen einbrachte. Das eigentliche Konzept war verlockend, doch das letztendliche Ergebnis war eine Gruppe unkontrollierbarer animalischer Kreaturen. Version 6 dieses Antrags zielt darauf ab, eben diese ruhenden Gene mittels DNA-Verbindung in die menschliche Struktur zu integrieren und damit in eine Generation wünschenswerte physische und psychische Charakteristika einzubringen, um äußerst lernfähige, nahezu nicht zu tötende, skrupellose Soldaten zu erschaffen. Wunderbar. Beobachtungsbericht 1 von 3. Ihre Vitalzeichen sind stabil. Manche Hormonniveaus sind extrem hoch, aber ich wirke dem durch die sorgfältige Verabreichung von Beruhigungsmitteln entgegen. Überlebenschancen sehr hoch. Sie ist jung, gesund und zeigt keine Anzeichen von Infektionen oder Komplikationen, die zu Störungen bei der Geburt führen könnten. Empfehlung, weiter beobachten, für Phase 1 der Behandlung vorbereiten. Bericht 2. Das Subjekt scheint trotz ihrer vielversprechenden Fortschritte zu Beginn jetzt jedoch zu versagen. Die Annahme ist, dass sie die fremden genetischen Strukturen nicht verkraftet, die ihrem Körper zugefügt werden. Sie zeigt typische Zeichen der Abstoßung. Empfehlung, für weitere 24 Stunden beobachten. Sollte es keine Anzeichen für eine Besserung geben, wird ein Abbruch und Entsorgung der Patientin empfohlen. Bericht 3. Das Subjekt entwickelt sich gut. Sie ist ästhetisch ansprechend und weist alle anderen benötigten genetischen Merkmale auf. Die ursprünglichen Bedenken hinsichtlich ihrer Eignung, die Dr. Malan vor allem aufgrund der Anzahl ihrer Sexuellpartner geäußert hat, haben sich als unbegründet herausgestellt. Sie wird ein perfekter Wirt sein. Die Hybrid-DNA verschmilzt zu meiner Zufriedenheit. Abgesehen von geringfügigen Schmerzen scheint ihr Körper gut mit den Anpassungen zurechtzukommen. Ich habe eine kontinuierliche Dosis eines Anästhetikums verschrieben, um sie gedampft und schmerzfrei zu halten. So, und Hybrid-Subjekt Nummer 302. Seit der Geburt wird Hybrid-Subjekt 302 in einem Brutkasten betreut. Aufgrund seiner Atemnot ist künstliche Beatmung notwendig. Es kam zu einem Herzstillstand und die Verwendung automatisierter externer Defibrillatoren war notwendig, um das Kind wiederzubeleben. Ich folgerte, dass diese Beschwerden und die Kränklichkeit auf die späte molekulare Verbindung zwischen Hybrid- und Wirts-DNA in der Mutter zurückzuführen sind. Zudem ist ein schwächliches Nervensystem in diesem Fall äußerst wahrscheinlich, doch die regenerativen Fähigkeiten können mit Steroiden stimuliert werden. Schlussfolgerung, das Kind ist schwach, aber es wird überleben. Die Mutter ist für die weitere Zucht geeignet. Die sind ja krass drauf hier. Das ist ein... Vielleicht ist das dieser Fötus. Wir haben den Computer, da war nichts mehr zu holen. Wir werden jetzt mal raus und da gab es ja das Waschbecken. Ich werde dann direkt mal versuchen, das Tuch, diesen Verband, auf dieses Waschbecken, auf den Verband... Ja, ja, da war auf jeden Fall was mit machbar. Hier geht's ins Mutagenlabor. Ich bin mir nicht sicher, wie weit er fährt. Wollen wir mal probieren, wie weit er fährt?
Ich weiß nicht, was wir hier machen können. Ah, er fährt nur bis hierhin. Das ist sein Bereich. Ich war kurz davor, wegzurennen. Na, dann lass uns mal weitergehen. In das Mutagenlabor. Wir haben ja die Verbände gereinigt. Dachte, ich probiere das einfach mal. Okay, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber Mutagenlabor ist natürlich ganz schön krass. Schauen, was hier so läuft. Und was wir mit dem Verband gemacht haben. Hä? Er hat den Verband einfach nur da reingelegt. Okay. Dann werden wir später mal gucken, was wir da weitermachen können. So, PDA, pulsierende Masse aus Haut und Knochen. Ein abstoßendes Konglomerat aus Haut und Knochen. Gliedmaßen ragen bedrohlich aus der Masse heraus. Obendrauf sitzt ein menschlicher Kopf, der ohne eine erkennbare Verbindung zum Pulsieren der übrigen Körperteile vor sich hingurgelt. Und cool. Und hört sich nicht zufrieden an. Kürzlich ausgetretenes Blut. Ein kürzlich ausgetretenes Blut deutet darauf hin, dass diese Lebensform auf lange Sicht nicht lebensfähig ist. Siamesische Zwillingshybride. Zwei am Kopf verbundene Körper, die sich ein Gehirn teilen. Das Gehirn scheint mit der Aufgabe, die Bewegung von zwei Körpern zu koordinieren, überfordert zu sein. Die leben also auch noch. Krass. Wie können wir das zulassen? Das ist genau der Sinn der Groom Lake. Es ist nicht auf der Erde. Menschen können es nicht sehen. Also es ist ihnen egal. Aber wenn sie wüssten, was dann? Damit hat sie recht. Das Phosphorlicht des Scanners pulsiert. Er wartet auf seinen nächsten Patienten. Scanmaschinen. Computerterminal. Die Konsole ist im Ruhemodus und wartet auf die Eingabe von Mitarbeitern, die in diesem Schichthaus nie wieder arbeiten können. Hier gibt es nochmal eine Stromzelle. Ja, also der eine war nach links, der eine war so nach oben, der andere ist jetzt nach rechts unten. Wahrscheinlich müssen wir uns das nochmal aufschreiben später. Überwucherte Hybridkreatur. Haben wir sonst noch irgendwie hier eine Nummer, eine Zahl, bevor wir das vergessen? Wir haben hier einen Blitz, der so ist. Ich glaube, ich fange mal an, mir das aufzuschreiben. Ansonsten brauche ich es nämlich später. Und die anderen muss ich sowieso nochmal abgehen, um zu gucken, ob der Blitz auch in der richtigen Reihenfolge war. Ich schreibe das mal auf mein Taschentuch. Und da ist es jetzt. So. Okay, also müssen wir das hier nur notieren, denke ich. Diese schreckliche, aufgedunsene Kreatur scheint ein Hybridwesen zu sein. Woraus genau ist nicht klar, aber es ist nicht komplett menschlich. Dass es nicht komplett menschlich ist, ist unübersehbar. Posierende Masse aus Haut und Knochen. Fasst ihr uns an? Wenn sie etwas ehrlicher werden, würde das dir nicht passieren. Ehrlich zu wem? Zu den Menschen, zur Regierung, anderen Konzernen? Zu welchem Preis? Ein Stück unserer Menschlichkeit, würde ich sagen. Jetzt benutze ich das Taschentuch aber nochmal. Wie crazy. PDA, wir haben hier zwei PDAs im Raum. Ja, ich habe sie gesehen. Verbundene Masse. Eines der fehlgeschlagenen Experimente. Ein Klumpen Organe, die von faltiger Haut zusammengehalten werden. Teilweise bohren sich auch Knochen durch die Haut. Hier haben wir Terminals, die wir tatsächlich benutzen können. Dann lass uns mal ein paar Knöpfe drücken. Da bin ich gut drin. Wow. Abgestoßener Hybrid. Während der Autopsie von Hybrid 604 wurden Anzeichen für Nierenversagen gefunden. Offenbar waren die Nieren nicht in der Lage, die Aminosäuren zu verarbeiten, die benötigt werden, um Nährstoffe aufzuspalten. Die Schädigungen an Leber, Magen und Darm weisen dieselben degenerativen Muster auf. Grund, es ist möglich, dass der Bericht, dass die Mutter 3 Monate zuvor entbunden hatte, fehlerhaft war. Okay. Kommentar. Weitere Berichte zum Versagen Muttergen. Verbindung folgen. Ach, was war das für ein Zettel? Project Seed. Knarre. Blut. Knarre und Energie. Ist das ein Hinweis? Da müssen wir wahrscheinlich auch drauf schießen später. Aber das können wir jetzt noch nicht, oder? Das ist doch diese Hochtemperaturflinte. Nee. Nächstes Terminal. Abgestoßener Hybrid C. Subjekt während der Geburt verstorben. Man kann nur vermuten, dass dieser Todesfall eine Fehlfunktion beim Wirt zurückzuführen ist, denn alle Berichte und Tests bis zur Geburt zeigen keinerlei fetale Defekte auf. Bei weiterer Untersuchung des medizinischen Hintergrunds der Frau wurde festgestellt, dass es bereits bei einer früheren Entbindung zu Komplikationen gekommen war. Wäre dies hervorgehoben worden, wäre dieser Wirt nicht verwendet worden. Angesichts ihrer Krankengeschichte würde ich jetzt annehmen,
dass hier der Grund für den fatalen Distress und den Tod des Subjekts zu suchen ist. Anmerkung: Wird wieder im Leben erhalten und wurde einer Transfusion unterzogen. Empfehlung: Anweisung lebenserhaltender Maßnahmen am Wirt aufheben und den Körper mit abgestoßenem Hybrid C entsorgen. Und den letzten Terminal? Slug-Gun Operationsmanual. Abgestoßener Bericht 811, Bericht von Malan. Bei diesem Hybriden ist es zu einer bisher noch nie beobachteten, überaus ungewöhnlichen Form der Abstoßung gekommen. Es ist absolut im Rahmen des Möglichen, dass die Mutagenbestandteile, die für die Synthetisierung der Hybrid-DNA genutzt werden, in diesem speziellen Fall fehlerhaft waren. Gewöhnlich gibt es bei jeder Abstößung zunächst Zeichen einer anfänglichen Verbindung und dann kommt es zum Misserfolg. Aber in diesem Fall gab es keinerlei Verbindungsversuch. Angesichts der Gründlichkeit, mit der wir die DNA entschaffen haben, habe ich den Verdacht, dass die Zentrifuge für diese Charge fehlerhaft war. Die sofortige Reparatur und Wartung der Maschine wird angeordnet. Empfehlung: Die Überreste sind zu vernichten, ebenso wie der Fötus. So, dann haben wir noch ein Kanister mit flüssigem Stickstoff. Es sieht tot aus. Naja, es ist ein menschliches Skelett. Lass uns mal den Kanister hier nehmen. Stickstoffkanister. Das ist doch schon mal ganz cool. Können wir den benutzen auf das Alien? Nee. Oder auf die Stromzelle? Hm. Können wir im Inventar das vielleicht verbinden mit der Temperaturflinte? Nein. Mit dem Defibrillator? Nein. Waffe? Nein. Stickstoff? Mit? Nein. Da können wir also nichts machen. Gut. Wir haben hier noch zwei PDAs. Dann lass uns mal loslegen. Wo sind wir? Ja. Da machen wir eine etwas längere Folge, haben dann aber auch alles gelesen. Dr. Clifford Beckman. Sie meinten, ich schaffe es nie bis 60. Haha, 85, ihr Pisser. Alt und noch topfit, drei Bastarde gezeugt und alle überlebt. Okay, ich war jung, als sie geboren wurden. Die Mädels wussten nicht mal, dass ich der Vater war. Ich musste die DNA-Probe vertauschen, damit sie nicht herausfinden, dass die Balgen von mir waren. Jetzt bin ich viel zu alt für sowas, aber man wird nie zu alt, um den Damen hinterherzuschauen. Ich habe vielleicht ein Gebiss, Dr. Malan, aber ich bin kein Idiot. Zum Wohle der Menschheit, ich bin ein Soziopath und angeblich ein Vergewaltiger, aber Ihre kleine Rede von der Crew war ja noch weniger aufrichtig, als alles, was ich erzählen konnte, ohne eine Miene zu verziehen. Wenigstens wissen Sie, wie man wegsieht, wenn ich ein paar lästige Objekte loswerden muss, was, Dr. Malan? Das neue Gas für die Kammer funktioniert ganz ausgezeichnet. Eine Verbesserung der Tötungsrate um 60% im Vergleich zur alten Rezeptur. Ich schaue diesen armen Pissern zu, wie sie sich winden und verrecken. Wow, was ein Typ. Wir haben jetzt auch ein Fenster. So wissen wir sicher, dass die Sache erledigt ist. Wäre ich der moralische Typ, fände ich das pervers. Glück für Project Seed, das ist mir scheißegal ist. Ich laufe zu Hochform auf, wenn ich niemanden mit einem gewissen Bericht erstatten muss. Wow. Das reicht doch vorne und hinten. Ich brauche mehr Objekte. Die Abstoßungsrate der DNA-Verbindung ist astronomisch hoch. Also brauche ich nicht nur mehr Körper, sondern bessere. Sie schaffen mir Importe und Streuner ran, aber die besten Ergebnisse werden mit Crewmitgliedern erzielt. Man kann natürlich nicht oft genug auf die Jagd nach ihnen gehen, egal wie der Bedarf gerade aussieht. Meine Auserwählten waren immer die, die keiner vermisst. Die Öfen eignen sich allerdings nicht für meine Entsorgungsbedürfnisse. Ich habe gehört, dass die Dinger so heiß sind, dass sie dunkle Materie zerstören können. Sie scheinen langsam anzusprechen, wenn Fleisch verbrannt wird, und auch der Geruch ist alles andere als angenehm. Das erinnert mich an den verletzten Hund, den ich als kleiner Junge in Missouri gefunden habe. Er hat mich so flehend angesehen, wie ein Patient seinen Arzt ansieht, dem er völlig vertraut. Natürlich habe ich dem Köter den Schädel eingetreten. Das war eine Erlösung. Es gibt zu viele Mitglieder dieser Gesellschaft, die ähnliche Schädigungen aufweisen. Es ist die reine Freundlichkeit, ihre wertlosen Leben zu beenden. Ich brauche mehr Pathway. Dieses kleine Arschloch, der Santos, ist normalerweise mehr als entgegenkommt mit den Zutaten dafür, aber er behauptet, seine Lieferanten hätten Schwierigkeiten. Ich kenne Sie, De Santos. Ich weiß, dass Sie kein echter Arzt sind. Die Sorte kenne ich. Ich habe 5 Doktortitel und erkenne, wenn jemand für seinen Instinkt anstatt für sein Wissen eingestellt wird. Vorläufig geht das Zerschnippeln und Zusammenbasteln fröhlich weiter. Ach, und Charlotte, wir wissen alle von deinem kleinen Experiment, du dumme Schlampe. Erst muckst sie ihren Partner ab, indem sie ihn versehentlich einem tödlichen Virus ausgesetzt hat. Und dann dreht sie seineswegen am Rad. Das ist genau die Art von unerträglicher Inkompetenz, die mich fertig macht. Ich verbringe Jahre damit, die Kunst des Tötens zu perfektionieren, damit ein Mord aussieht wie ein Unfall. Und die blöde Kuh zieht los und es ist alles ein Unfall. Was für ein Schmonz.
Heute habe ich ein Subjekt festgehalten und habe meinen chirurgischen Hammer benutzt, um seine Luftröhre zu zertrümmern. Dann habe ich seine Augen rausgemeißelt und versucht, ihm den Kiefer aus dem Gelenk zu reißen. Meine Güte, was für ein Ausbruch. Ich werde nachlässig. Ich brauche mehr Pathway. Dr. Milan beginnt langsam sich Sorgen zu machen, dass meine Tendenzen nicht zu kontrollieren sind. Das muss er nicht. Ich bin nach wie vor voll auf Project Seed konzentriert. Seed ist immer noch genau das, was der Name auch bedeutet. Ein Samenkorn. Aber schon bald wird seine Knospe aufbrechen und erblühen. Die neu gezüchteten Homo Novi warten in ihren Lagerzellen, während ihre wenig erfolgreichen Brüder gedeihen, reduziert auf einen viralen Mulch, der die Versiegelung des Schiffs bereits durchbrochen hat. Seine genetische Zusammensetzung mag ja nur komplexer sein als die von Müll, aber sie ist erstaunlich zäh. Vor etwas, das so effizient töten kann, kann ich nur den Hut ziehen. Mir ist gerade eingefallen, was wir mit der Bandage und dem Waschbecken gemacht haben. Ich glaube, ich bin da drauf gekommen. Ich bin heute in der Notaufnahme aufgewacht. Jemand hat mich auf der Treppe gefunden. Ich kann mich an nicht viel erinnern. Aber ich weiß, dass meine beiden verdammten Beine in beschissenem Gips stecken. Ich gewöhne mich besser daran, denn Dr. Graham meint, dass ich mindestens einen Monat hierbleiben muss. Die Novi mähen uns nieder und wir sterben. Aber ich bin noch nicht bereit, mich durch eine neue Spezies ersetzen zu lassen. Unsere Schöpfungen sind beeindruckend, aber ich teile Dr. Malans Fanatismus für das, was hier geschieht, nicht. Ich muss versuchen, mir eins der Rettungsshuttles zu sichern. Eine Schande, dass es keins für dieses reizende junge Ding gab. Wie hieß sie doch noch? Callister? Die hätte ich gerne in der Nähe gehabt, wenn dieses Schiff zum Teufel geht. Naja, jetzt ist sie eben tot. Wie bedauerlich. Ich mag ja alt sein, aber ich werde jeden in Stücke reißen, der versucht, mich aufzuhalten. Ich habe polizeiliche Untersuchungen überstanden, Gerichtsprozesse, rachsüchtige Ehemänner und idealistische Laboranten. Ich werde jedem Flachwichser, der versucht, meine Flucht zu verhindern, die Gedärme zerfetzen. Auch ihnen, Malan. Ich reiße ihnen die Augen aus und fresse sie, bevor ich mich ihnen geschlagen gebe. Wow, der ist krass drauf. Der hätte mal besser einen Therapeut gebraucht, aber auch der Therapeut hätte ihm, glaube ich, nicht helfen können. Das letzte PDA. Das war ein krasser Typ. De Santos. Mann, diese Schlampe von der Logistik lässt mich nicht in Frieden. Man besorgt es einer Tussi ordentlich und sie kommt immer wieder zurückgekrochen. Wenn sie mich nicht in Frieden lässt, lasse ich sie vom Schiff entfernen. Dr. Malan ist ein Wichser, aber da hält er mir den Rücken frei. Ich muss schon sagen, an Projekt Seed beteiligt zu sein, ist toll. Mann, okay, wir müssen echt widerwärtige Scheiße machen, aber dafür bekomme ich viel Unterstützung und einen Ehrendoktor. Dr. De Santos. Das gefällt mir. Dr. Malan weiß von meinen Kontakten und der privaten Fracht, die hier an Bord ankommt, und ich weiß, dass er es hasst, aber es gibt niemanden sonst, der bereit wäre, unter Dr. Beckman zu arbeiten. Der Typ ist vielleicht ein abgedrehter Hurensohn und einer meiner besten Kunden. Ich bekomme natürlich auch Importe, aber in meinem privaten Labor wird Beckmans Pathway-Scheiße hergestellt. Schon witzig, mir war gar nicht klar, wie abhängig dieser Wissenschaftler-Klugscheißer von Drogen ist. Ich persönlich rühre das Zeug nicht an. Man muss schließlich klar im Kopf sein und besonders hier. Wow, Dr. Williams, Charlotte. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass diese verklemmte Frau eine Schlampe ist. Aber heilige Scheiße, die hat mir gerade den Ritt meines Lebens verpasst. Wer hätte das gedacht? Heiße Spritze unter dem Laborkittel. Und für eine Frau Mitte 40 hat sie einen Körper, da will man auf die Knie fallen und den Mond anheulen. Gegen den Tisch an die großen Fenster gepresst oben und wie eine Klapperschlange auf Speed. Natürlich ist sie völlig durchgeknallt. Denkt vermutlich, ich wäre ihr toter Göttergatte oder so. Als ob es mich jucken würde, solange sie zu mir kommt und es sich besorgen, um es sich besorgen zu lassen. Verrückt, aber intelligent und nicht die leiseste Ahnung, wie viel ich über ihr kleines Projekt weiß. Ich habe die Details gesehen. Die Leute halten mich für einen zugedruckten Klugscheißer, aber ich bin hier auf der Groom Lake in der Ausbildung, seit ich 16 war. Ich habe Chemie und Genetik studiert und war überall ein Ass. Sie denkt, ich wäre zu blöd, um das zu verstehen. Möglicherweise habe ich mich hier zu tief in die Scheiße geritten. Die Drogenkiste war okay, aber diese ganze Industriespionage-Geschichte ist ein bisschen freaky. Ich glaube nicht, dass Dr. Malan Bescheid weiß. Ich weiß, dass Lincoln mit Adleraugen über mich wacht, aber er kann sich nicht sicher sein. Denn wenn dem so wäre, würde er meinen Arsch mit dem Rest der schiefgelaufenen Hybriden vom Schiff schießen. Aber verdammt, die Kohle stimmt. Ich habe mein Jahresgehalt damit verdient, ein paar Infos an Blackstar Industries zu schicken. Mein Kontakt hat mir mehr Geld dafür gezahlt, als ich mir für das Durchsickern lassen von einem Bericht hätte träumen lassen. Einen. Ich habe den Typ betroffen, als ich Urlaub hatte. Das war ein blasierter Spacko, der irgendwoher wusste, was ich mache. Und dann hat er
mit der Kohle gewunken. Ich fühlte mich dem Unternehmen nicht verpflichtet und ich weiß, wie Dr. Malan seine treue Mitarbeiter behandelt. Der Typ kann innerhalb von Sekunden seine Meinung ändern, wie es ihm gerade in den Kram passt. Ich habe von dem abgefahrenen Scheiß gehört, die unten in den Decks abläuft, und Sieg gibt mir das Gefühl, dass es bald an der Zeit ist, sich hier zu verpissen. Und zwar pronto. Ein oder zwei weitere Berichte könnten mir genau das liefern, was ich brauche. Niemand weiß von meinem kleinen Spionageneinsätzen, aber wen würde es schon interessieren? Das Schiff fällt auseinander, ein paar von den abgefuckten Dingern von Backman und Malan streuen hier rum. Ich habe meine Kohle versteckt, sobald ich gehört habe, dass hier was schief läuft. Aber Geld wird mir nicht den geringsten Unterschied machen, wenn wir alle verrecken. Malan nimmt das alles entschieden zu ruhig auf. Ich würde fast sagen, er hat Spaß dran. Er kam heute Morgen ins Labor, er lässt uns alle noch zum Report antreten, hatte ganz rote Augen und hat die ganze verdammte Zeit gegrinst, als er käme gerade von einem letzten Trip runter. Der Typ braucht keine Drogen, um high zu sein. Seine allgemeine Abgefucktheit lässt ihn abheben. Und ich hab gedacht, Backman wäre der Gestörte. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Jetzt sind nur noch wir übrig. Oh Gott. Jetzt ist nicht mal mehr Backman hier. Vor ein paar Tagen wurde Charlotte in eins der Labore verschleppt und wir sind von den anderen Decks abgeschnitten. Ich schätze, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Malan beschließt, meinetwegen auch etwas zu unternehmen. Ich lebe seit Jahren auf diesem Schiff und kenne versteckte Wege, von denen selbst Malan keinen Schimmer hat. Ich werde zu den Kommunikationssystemen gehen und ein Signal absetzen. Hoffentlich holen sie uns, bevor Dr. Malan davon erfährt. Wow, ist das krank. Ist das krank, was hier passiert? Ich schaue nochmal kurz, ob bei dem PDA irgendwas war, was ich übersehen habe drumherum. Ich war von der Story so... Hier ist eine Nummer, falls wir noch eine Nummer irgendwo brauchen. Und ich glaube, hier auf dem PDA war nichts, oder ich habe es voll übersehen. Ne, hier war nichts außer ein kleines Zeichen, aber ich glaube, das ist nichts. Wahnsinn, hier sind nur Psychos auf dem Schiff und wir müssen uns hier durchkämpfen. Unglaublich. Und wir werden uns weiter durchkämpfen. Und ich glaube, was wir da gemacht haben mit den Verbänden war, wir haben denen das Waschbecken gestopft. Und wenn wir jetzt das Waschbecken anmachen, fließt Wasser aus dem Waschbecken, kann ich mir gut vorstellen. Weil wie bekommt man sonst diesen Roboter mit seinen Schussgewehren? Mit seinen Gewehren in den Griff, mit den Maschinengewehren. Nur mit Wasser und Elektrizität. Und dadurch, dass hier überall Stromzeichen sind, können wir bestimmt irgendwie diesen Akku aufladen, dann da drauf packen und dann diesen Roboter frosten. Ich denke, so wird das aussehen. Aber natürlich erst in einer weiteren Folge, wenn es denn heute heißt, Bumblebee B2 spielt Stasis. Horror Sci-Fi Point-and-Click Adventure. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht was aus eurem Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.